There are only a few things constant in this fast-paced time. Trends come and go. Music is often made on the assembly line or via computer. Many of the great heroes have left us in the past years, such as Ronnie James Dio and Lemmy Kilmister, just to name a few. The fans still grieve for their fallen idols. The lifestyle of rock and roll has suffered deep wounds. But there are still great legends left. The Rolling Stones, AC/DC, Metallica, and Slayer. They all have had great losses to cope with, but the music makes them go on. In this domain ruled by men, it is hard for a woman to prevail. But despite the ups and downs of this music circus, one small person with a big voice and an even bigger heart has played in the major leagues and stayed there for decades. Duro Pesh. What can we say about an artist who has been on top of the charts for over three decades? The Metal Queen, as her fans lovingly call her, has released over 15 records, many going gold, as well as many successful compilations and DVDs. Duro has played at many of the world's greatest venues and festivals. Her first band, Warlock, is a true legend band. Yet despite the changing trends in music, Duro has always remained true to herself and survived every hardship she has encountered. We want to know how her fans feel about her, to get a glimpse of her world and understand the secret of her success. We accompanied Duro Pesh for 1 year, looking for what drives and motivates her to keep performing time after time. What better place is there to begin this film than at the Mecca of the metal scene, Wacken Open Air, the biggest metal festival on earth, where Duro opened her 30 years strong and proud anniversary tour. Ja, also den Startschuss fürs Jubiläumsjahr haben wir dann in Wacken gefeiert im August. Ungefähr ja, dreiviertel Jahr vorbereitet auf die Wacken-Show, weil ich wusste, wir spielen an dem Freitag als Headliner und am Donnerstag war Rammstein als Headliner und jeder weiß ja, die Show ist also unglaublich, ey, so viel Pyros und ich bin selber ein Riesenfan von Rammstein und dann habe ich mir gedacht, also boah, das am Freitag zu toppen, das wird unheimlich schwierig. Wir können auf jeden Fall nicht noch mehr Pyros aufbauen, aber wir können uns halt eine gute Show ausdenken und ich habe mir halt gedacht, dass ich halt ja, aus mir selber halt das Allerbeste machen muss. Und ich habe was ganz Schönes, Neues entdeckt. Das ist Wing Chun oder Wing Chun, man kann beides sagen. Und das ist Kung Fu. Und der Kung Fu-Lehrer, das ist der Tobias Kleinhans, der trainiert mich. Und ich habe mit ihm halt darüber gesprochen, wie kann ich mich am besten auf Wacken vorbereiten, weil ich die beste Power habe und ja, einfach auch irgendwie noch mehr machen kann, als wie so die letzten 30 Jahre. Ja, und dann haben wir halt trainiert. Und ich habe auch viele, viele andere Sachen gemacht, die einen ja, so gut mental gut draufbringen, körperlich sowieso fit. Ja, und dann war ein Tag vor Wacken, boah, da war ich so nervös, ich bin bald kaputt gegangen, ich war im Hotel. Ja, und einen Tag vorher dachte ich mir, ah, jetzt habe ich alles vorbereitet. Ich dachte, ich wäre total gut drauf. Und dann habe ich wirklich richtig so Muffensausen gekriegt und dann konnte gar nicht schlafen und habe dann ein paar Leute angerufen und ein paar richtig gute Freunde, die mir dann auch ja, gute Sachen gesagt haben und die mich dann halt auch wieder
in meine innerliche Mitte gebracht haben. Hab dann auch gut geschlafen, am nächsten Tag ging's los. Dann haben wir so eine Bühne gebaut, das hat echt auch ein halbes Jahr gedauert. Das hat der Eddie Frühwirt gemacht und er hat dann ein halbes Jahr geackert, Tag und Nacht. Wir hatten einen unglaublichen Aufriss, einen riesigen Sattelschlepper mit Bühnensetup. Dank Eddie haben wir das alles auf die Bühne und auf die Reihe gekriegt. Ja, und dann hinterher stand so und ich war so happy und ich habe die das allererste Mal ganz richtig aufgebaut gesehen in Wacken. Und da ging so ein Vorhang runter und die Band und ich, wir gingen auf die Bühne und haben gestaunt und haben gedacht, oh, super. Ich kenne die Doro seit 26 Jahren. Sie hat mich seit 2 Jahren wieder zu ihr gerufen und ich bin froh, dass ich von meinem Schreibtisch weg bin. Seitdem habe ich einige Kilo abgenommen und extrem viel Spaß gehabt. Ich habe Doro gesehen das erste Mal, da war sie mit Warlock und ich war im Publikum und das war so ein kleines Konzert im kleinen Club und damals war Doro schon super und sie wird immer besser. Das kann man kaum glauben. Von Stunde 1 an quasi, also wirklich seit 30 Jahren, habe sie zum ersten Mal 1985 live gesehen. Und befreundet sind wir schon über 15 Jahre jetzt. Seitdem ist so. Also ich bin mit Doro natürlich aufgewachsen, weil da, wo ich herkomme, ist Hard Rock und Heavy Metal sowieso das ist der Soundtrack gewesen. The first time was in the USA, we were on tour. And Crocus was headlining and then I met this beautiful blonde girl from Germany for the first time and I thought, well, this is incredible. Wir haben uns Anfang der 80er in Düsseldorf kennengelernt. Damals, da hatten wir einen Schlagzeuger aus Düsseldorf und der hatte seinen Proberaum da, wo auch Warlock geprobt haben. I think it's about 14 years or something like that. I think I've probably known Doro about 30 years. Metal Tango was the first thing I heard, and still to this day I get, you know, this, I don't know if it's nostalgia or what it is, but it reminds me of, you know, drinking beer, singing along with my friends. I get goosebumps almost talking about it, so never forget that time. Gesehen habe ich das erste Mal in der Westfalenhalle, damals war ein Festival, Metal Hammer, 1000 Jahre Metal Hammer oder sowas, 1988, glaube ich. I remember already, you know, digging her in the Warlock days, especially with All We Are, that fucking blew my mind. And she's still really fucking hot, and she's the shit. Mit Doro verbindet mich auf jeden Fall eine ganz lange Freundschaft, weil wir waren natürlich die beiden einzigen Mädels in der Metal-Szene damals. Sie halt im Hardrock-Metal, ich Trash-Death-Metal und das war natürlich klar. Wir haben uns immer ausgetauscht über irgendwelche Sachen, die man mit auf Tour nimmt und sind einfach zusammengewachsen in der Szene, weil wir beide sind natürlich aufgefallen, weil es gab sonst niemanden in Deutschland, der halt im extremen Metal war. We did cover on one of her songs, Für Immer, actually, a couple of years back, which I really liked and did a little bit different. I hope we didn't fuck up the song for you. We tried our best. A couple of the guys that are in Doro's band used to play for me. Luca Princiotta, I first discovered him. And I was on tour with Doro and she needed somebody and she got in touch with him. So that's a really nice thing. And she once lent me her drummer, Johnny, for a few, when one of my drummers was ill, and I had Nick came to play bass with me a couple of times as well. So we go back, and it's been a very good association, and I'm very happy for Doro. We recently worked on a film together called Anouk, which is produced by
friend of ours called Luke Gasser. Doro hat so ein Warrior-Image und sie würde unglaublich gut passen, wenn das möglich wäre, mit ihr das zu machen. Ich glaube, das wäre toll. Und dann hat es dann hier im Z7 übrigens, wo wir jetzt gerade sind, hat es ein Treffen gegeben. Da haben wir gesagt, du hast 5 Minuten, sie zu überzeugen. Und dann hat sie dann wieder andere Termine. Und das war dann ziemlich interessant. Wir haben dann 2,5 Stunden geredet zusammen. I was the shaman, the witch doctor of the tribe. And Doro was from another tribe. And the hero of the film, Luke Gasser, meets her and so on. So we met again. During this filming time. Und ich glaube, da hat auf verschiedenen Ebenen ziemlich was viel gestummen. Und dann haben wir ja noch in der Schweiz parallel zum Soundtrack zu Anouk haben wir die Warrior Soul in der Schweiz fertig produziert. Und da habe ich das erste Mal wirklich mit Heavy Metal zu tun gehabt als Musiker. Und seitdem hat sich diese Freundschaft erhalten und sie gehört zu meinen wichtigsten Freunden in meinem ganzen Leben. Und es ist ganz, ganz toll. Und wir haben einen tiefen Austausch immer zusammen. Und es ist eine Person, die ich einfach nicht mehr missen möchte in meinem Leben. We wrote a song called On My Own, which is also to be heard in the film Anouk. Obviously, she's very attracted to me, but I'm married to somebody else, so that's never going to be. I think the main thing is in music, then it is difficult to play this music, play original material, and make a living at it. You know, thousands and thousands of musicians try and do this, but it's very rare that you can keep going and make a living at it. And I think, you know, we've both been through our ups and downs over the years and changing record deals and management and different band members come and go. So I think in that way, there's a kind of quiet understanding between us of exactly what it takes to, not just to get here, but to stay there. Das letzte Festival, woran ich mich erinnere, war, glaube ich, das Summer Breeze 2011 oder 12. Und da haben wir zusammen die Bühnen gerockt, also nacheinander, nicht zusammen auf einer Bühne, aber nacheinander. Mir fiel damals auf, wie viel Kraft, wie viel Power aus dieser Frau kommt. Und das fand ich damals schon sehr, sehr geil. Und wir von Letzter Instanz, uns gibt es jetzt seit 15 Jahren. Und wenn wir am Ende der nächsten 15 Jahre immer noch genauso agil sind wie diese Frau, dann haben wir alles richtig gemacht. Ich glaube, das Lustigste ist eigentlich, als sie vor, ich weiß nicht, gefühlten 12, 14 Jahren auf dem Wacken Open Air bei mir Too Drunk to Fuck mitgesungen hat und sie nachher Ärger von ihrem damaligen Manager bekommen hat, so von wegen, das darfst du aber nicht singen, das sind böse Worte, und Doro und ich mussten halt sehr lachen. Und dann haben wir noch bei Burning the Witches haben wir so 2 Scheiterhaufen bauen lassen. Und da war dann meine Tourmanagerin, die Dolores, und die Hannah war auf der anderen Seite. Und die haben sich auch total schick gemacht. Und ich glaube, es war wie immer lebensgefährlich. Aber sie haben es überlebt und es sah einfach echt klasse aus. Und ja, und dann haben wir losgelegt und hatten 1,5 Stunden. Nach 1,5 Stunden dachte ich, es hat gerade angefangen. Also es ging so schnell rum wie im Flug. Und ich glaube, wir haben eines der schönsten Shows gemacht. Die Fans gingen ab wie die Zäpfchen. Das war so schön zu sehen. Hatte viele Gäste. Also der Biff von Sex war da. Und der Sänger von Sabaton kam noch. Yes, Wacken this year we did, did some guest vocals on the song All We Are, and of course I managed to fuck it up and make some mistakes, sorry about that, but it was great. I mean, to do that song on Wacken, where I think is, you know, maybe not the anthem, but it should be the anthem of Wacken. She asks,
me to join her on stage to do All We Are. And I was like, fuck, you know, I really want to do it. But it was still like 5 or 6 hours to go, and I haven't eaten the whole day. And I was like, fuck, if I'm going to take off the costume and makeup, you know, there's no time to put it on again. Yeah, so yeah. I'm sorry, I cannot do it. I waited for, I don't know, 2 or 3 hours. And then I said, fuck, I got to eat because I can't eat like this. Yeah. So, you know, and I'm still kicking myself in the fucking head because I didn't do it, you know. Damn. Der Phil Campbell von Motorhead hat noch mitgespielt. Chorus Korax waren da, der Erik Fisch, die Frau Schmidt. Es ist uns eine große Ehre und eine umso größere Freude, Frau Schmidt und mir stellvertretend für Sabri Dusselle dieser großen, kleinen Frau unsere Verehrung auszudrücken. Alles Gute für die nächsten 30, Doro. Oh, wow! Oh, das ist ja wunderschön! Dankeschön, Erik! Thank you, Subway to sell you all the guys. Uli John Roth oder Uli John Ross. Und ja, ganz, ganz viele Leute. Und das hat mich so gefreut. Und das war, glaube ich, ein guter Startschuss fürs 30-jährige Jubiläum. Und dann habe ich gedacht, boah, man, wir haben es geschafft, ey. Die erste Runde ist rum. Und Wacken ist ja sowieso immer was ganz, ganz Wichtiges. Eines der schönsten Festivals auf der ganzen Welt. Und ich liebe Wacken. Ich liebe Wacken schon, ja, seit 25 Jahren. Great atmosphere, lots of people on stage, and you know, it's like a family meeting, but 60,000 people watching. Alle haben ihre Fahnen hochgehoben und das war von überall aus, ja, Israel und Australien und alle Südamerikaner waren da, natürlich auch viele deutsche Fans und europäische Fans, aber es war, boah, es war... war herzergreifend und hat mich tief berührt, unvergesslich. Dankeschön, thank you so much! Mutters Radio ist gerade zu Millen bedankt! Summer is the season of big outdoor festivals. Traditionally, Wacken Open Air, with full force, Headbangers Open Air and Dynamo ruled the European metal scene. Today, there are countless metal and rock festivals. Eines meiner absoluten Lieblingshochburgen ist natürlich Spanien. Und da haben wir ein ganz tolles Festival gespielt, Leyendas del Rock. Und das war super. Und dann das Alcatraz Festival in Belgien. Weil die Benelux-Länder, das war früher immer wahnsinnig wichtig und ist mir nach wie vor wichtig. Wir haben ja in Belgien unseren ersten Plattenvertrag gekriegt. Das war damals Mausoleum. Also da ging es immer ab. Der Unterschied zwischen Festivals und die eigene Tour ist natürlich, dass am Festival ist erstmal viel weniger Spielzeit. We probably play half of what we normally do. We do with Dora, we do some pretty long concerts. Also mindestens so 2, 2,5 Stunden. Ja, und am Jubiläumskonzert in Düsseldorf haben wir 3,5 Stunden wieder geknackt und ach, ich hätte auch noch länger spielen können. But on the festival you want to give it all. The full power all the time. The festival, it's always hard to get the first song. They actually, we use them to fix the sound on stage, talking to the crew, to the monitor guy. That's the only thing that it's kind of tough when you're playing a festival. The stage is bigger. Most of the time, it's just a big, big audience. Might have some more amps on stage and stuff. You're not sticking any eyeballs out with the guitar neck or anything. Yeah. You hang with people that you already met before or saw before in past festivals, and you know, say hi and again talking about music and stuff like that. So it's pretty cool actually being on tour in the summer festivals. And sometimes you see a band that you're gonna play with, like Rush, and then you don't get to see them because you have to leave right after our show or something like that. We had that at Sweden Rock. Or Kiss, we did actually get to see Kiss, which was really cool. But whenever we see, we're on a festival and you see 50 bands and the headliner is like, yeah, man, we're gonna play with Black Sabbath or whatever, and then you know they're on a different day or something like that. Exactly. So sometimes it's
you get lucky to see some bands you really like, and other times you really want to see somebody but you don't have the chance to because you have to fly to get to the next show or whatever. So, and you have so many different types of fans. Maybe people that never listened to Doro, to these songs. It's different every festival. Wenn die Leute vielleicht von vornherein nicht so total überschwänglich sind, dann ist es für uns alle immer noch eine größere Herausforderung, da so richtig die Hütte zum Kochen zu bringen. Und das ist auch schön. Also ich liebe es, hart zu arbeiten. But we always see how it goes. See what the audience wants and then we try to please them. Da muss man eigentlich nur die Highlights spielen. We put all the best songs together and try to give the best show for the short space that we have on stage. So ein guter Mix zwischen alt und neu. Viele Leute mögen Oldschool-Sachen und ich persönlich auch. Und natürlich ein Konzert ohne Oh-Ja gibt es nicht. Also haben wir, glaube ich, auch noch nie gemacht. Manchmal braucht es halt so seine Zeit, aber ich mache das auch gern. Wenn ich merke, es geht so, und dann zum Schluss ganz ja, in die Vollen, dass die sich irgendwie ja, darauf einlassen und dann sagen, gefällt mir. That's pretty cool. Exciting too. Wenn du halt so eine riesen Masse hast und du hast auch meistens einen riesen Fotograben, dass du halt nicht so nah dran bist. Und ich persönlich mache das gern, wenn ich halt in Clubs spiele, wo die Fans halt ja, auf Augenhöhe sind, wo man halt sich abklatschen kann, wo man zusammen singen kann. We can be a little bit more intimate with the crowd. You can actually get the energy back from them. Wo man den Schweiß spürt, wenn die Leute headbangen. Ich mache das gerne, wenn mir das ins Gesicht spritzt und ich bin da. Also das ist ja, das ist halt persönlicher, intensiver. Sometimes when we're on stage with a lot of people, like yeah, we're like, we are like six people on stage. Every man for himself. Just keep your eyes open. Yeah, exactly. We always get more time to prepare ourselves to do a good sound check. And yeah, get ready and have a better preparation for the show. Sometimes you can do some ballads and different things. You feel more connected to the entire crowd because you, like you can pretty much even see the last row, you know, yeah. And that's pretty cool. Und ich merke auch, wenn Leute halt mitsingen wollen, manche Leute sagen, oh, gib mir das Mikrofon, sing mit. Manche sagen, oh nein, da kommt das Mikrofon und drehen sich dann schnell zur Seite und dann weiß ich, nein. Aber die meisten, die haben so einen Spaß. Man, das ist auch so befreiend, einfach mal rein zu grölen ins Mikrofon und ich finde das auch immer toll. Also die Leute brauchen nicht gut zu singen, die Hauptsache so vom Herzen. It's always fun. Festivals are cool. Ich mache beides gern. Die Hauptsache Leute da und Leute, die sich freuen. Doro thrives in this environment. It's a big metal family. So who's playing the instruments? Wir sind die besten Freunde. Jeder hat sein eigenes Talent, seinen eigenen Charakter, seine eigene Persönlichkeit und das ist was ganz Spezielles. Also der Harry, der sagt immer, boah, du hast es super gemacht, handpicked from all over the world. Johnny und Nick und Harry, die kommen ja aus Amerika, der Luca kommt aus Italien, der Bas aus den Niederlanden, so die besten Leute, die einfach auch zusammenpassen und ja, ich bin stolz auf meine Band, bin stolz auf die Jungs. My name is Harrison Young, and I am the band Cyborg. I'm half road crew technician and also the keyboardist in the Doro band. Ja, Harry ist halt der Jüngste bei uns im Bunde und der ist ein intelligenter, super sensibler, herzensguter Mensch. Sehr feinfühlig, hat sehr viel Power, weiß das total zu schätzen. Das mag ich halt so gern. Und sieht auch irgendwie, wie heilig das alles ist. Und wenn der uns ansagt, wow, da geht mir schon das Herz auf, weil dann weiß ich, alle sind richtig, ja, sind richtig eingenordet, jetzt geht's los. Und ich könnte mir keinen besseren vorstellen, der die Ansage macht. I said, are you ready to rock? To show your love. Adoro Pan!
Harry ist ein super Musiker und Allround-Talent. Den habe ich kennengelernt, weil wir haben einen Gitarristen gesucht für die Amerika-Tour. Und dann hat der Nick den Harry mitgebracht. I've been friends with Nick Douglas for many, many years. He's played in a bunch of my bands and I've played in a bunch of his bands. And first I saw Doro. I saw Doro when Nick came around with her in the States. And then, after a little while, you know, they needed someone to cover for a US tour, so Nick had me go in and audition. And immediately when I met Doro, we just clicked. Harry ist eigentlich Keyboarder und spielt wahnsinnig gut Klavier, Keyboards, produziert, macht seine eigene Platte und ja, und ist auch ein wahnsinnig guter Lehrer. Ja, ich bin so froh, dass er dabei ist. There was a good energy between us and as many of you know, that's sort of the way Doro does things. She goes with her heart and that's the way I am in life too. So the rest is history. Here we are. Relativ neu ist bei uns in der Band auch schon jetzt viele, viele Jahre, ist der Bass. Probably saw Doro for the first time from live and must have been 98, 99 maybe, I'm not sure. It was this little festival and I was just blown away. I was like, who's this fucking whirlwind on stage? She goes crazy. She makes the crowd go crazy. You can actually feel the love she feels for the fans and the crowd. And it's just big stream of energy going back and forth to the stage and the crowd. And I already noticed just by seeing that live for the first time, being in the crowd and being a part of that side. Und der Bass kommt von der Band After Forever und wir sind also zusammen oft getourt. We did our last album and we decided to do a duet and. And I got in touch with Doro, actually. I met her for the first time. It took about maybe 5 minutes, and we were already talking to each other as if we'd known each other for 5 years. It was amazing. She was so, how do you say, open-hearted, and yeah, just great. She had such good vibes, and she was so interested. Der Joe, der davor bei uns war, der konnte eine Tour nicht mitmachen. Dann haben wir den Bass gefragt, ob er die Saxon-Tour mitmacht in England. Das war eine schöne, lange Tour. After Forever split up, and of course I was without a gig for almost a year maybe. And then I got this call from Doro. It was amazing. I think it was a Thursday night, around like 1 in the night or something, and she called me. She was like, "Hey, do you want to go? Do you want to go on tour in 2 days?" I was like, "What the fuck are you talking about? Yeah, sure, I want to do that." Ja, und dann haben wir gedacht, wow, wir verstehen uns gut. Und der Bass, ich weiß ihn so zu schätzen, weil er hat so eine Lebensfreude. Der ist echt ein Kerl. Der ist wirklich ein Mensch, der kann voll aus sich herausgehen. Ich finde, auf der Bühne macht er eine wahnsinnig gute Show. Ist immer am Strahlen, ist immer gut drauf, immer positiv drauf und ja, gibt immer alles und ist auch ein studiertes Kerlchen. Mein Gott, alles in unserer Band. Ja, und der ist Kunstlehrer. Ich würde sagen, ist ein Tier. Deswegen, wenn ich ihn ansage, dann sage ich immer Our Wild Animal Bass Mars. Aber ein ganz, ganz toller Mensch und ja, aber manchmal ein bisschen wild. Also der mag auch gern Bierchen trinken und rauchen und alles und so. Und also der ist so ungezähmt, würde ich sagen, so, und geht einfach voll aus sich raus. After-show parties are nice. I joined the band in 2006, so it's almost 8.5 years playing together with Doro. Luca, der kommt aus Italien. Er ist ein sehr, sehr feinfühliger, ein ganz feiner Mensch. Und er hat auch sehr hohe Musikalität, sehr viel Talent. Der ist auf der Bühne so toll geworden. Und der war früher
zurückhaltender. At the beginning it wasn't easy, especially for me. I'm a kind of shy guy, and I saw these guys on in the band, like Doro is super shining on stage, Johnny is great on drums, you know, his job. Nick is absolutely one of the best showmen I ever seen on stage. Like, his bass, his presence is amazing. And then Buzz joined, he's another tall guy, super big, and super cool stage presence as well. So for me, it wasn't tough. I'm not that kind of guy. Und jetzt macht eine Show. Ich bin so stolz auf den Luca. Spielt immer wie ein junger Gott. Auf den Luca kann man sich total verlassen. Also Luca, der verspielt sich nie. Der macht sein Ding. Der ist auch immer am Start. Der verpasst nie einen Flug. Der ist immer pünktlich. Der ist echt der ist so ein Fels bei uns in der Band. When I was a kid, I used to do air guitar over Warlock songs, like All We Are, doing air guitar, and now I play with her, so that's dream come true, definitely. I feel so blessed also to play with the other guys in the band. Und es ist toll, irgendwie einen Italiener in der Band zu haben. Der kennt sich auch gut aus in so schönen Sachen, so, ob es jetzt ist, in Mode oder schönem Essen, der hat viel Sachen so. Finde ich toll, der ist auch, der hat so ein also eine Eleganz an sich. Raise your fist in the air. Raise your hands up higher. Raise your fist in the air. We are hot under fire. Was mir aufgefallen ist die letzten Jahre, also der Luca und Bas, die ergänzen sich so toll und die sind so super auf der Bühne. Und ich glaube, der Bas hat dem Luca auch, der hat dem Luca die Chance gegeben, sich so zu öffnen, so wie es sein muss. Und und die beiden zusammen, ey, das ist echt eine ganz starke Armee. Und da bin ich so stolz drauf. Und ja. Und ich habe auch das Gefühl, beide zusammen haben einen Spaß, das ist harmoniert. Ja, und dann natürlich noch mit Nick zusammen. Nick war eigentlich immer meine Bank. Der ist ja der, der am längsten in der Band ist. I've been with Doro now for 23 of those 30 years. And it's just been a fantastic adventure every step of the way. Ich weiß noch, wie der bei uns im Proberaum kam. Das war bei so einer Audition in New York. Und da waren wirklich 120 Bassmänner. Nick kam rein, war der Erste. Und der war es ja sofort. Also das habe ich sofort gespürt. Und dann ist der Nick immer so leicht so in die Knie gegangen, die Hocke gegangen, damit ich dann nicht irgendwie das Gefühl habe, der ist zu groß und ich bin zu klein. Nick ist sehr charmant und mir wahnsinnig wichtig. Wahnsinnig wichtig. Ein super, super lieber Mensch. Super sensibel. Auch sehr intelligent. Und Nick ist einfach, ja, der ist unverzichtbar für die Band und auch für die Fans. I'm very, very proud and honored to say that I'm part of that. Nick ist immer sehr, sehr concerned, dass alles gut ist und so und dass es alles gut geht. Und ist super feinfühlig und ja, macht sich auch immer einen Kopf, wenn mal irgendwie was nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Lots of triumphs and agonies, for real, because that's life. But there's a strength with us. There's a good bond with us, all of us. Ich liebe das, was er in die Band gibt, ihn als Mensch, spielt immer top, gibt auch immer alles, ist immer von oben bis unten nass geschwitzt, also was der sich auspowert. Nick ist auch der ideale Bassmann. So wie viele Bassmänner aussehen, groß und schlank und lange Finger und ja, und er bewegt sich auch so toll. Ich finde, Nick sieht auf der Bühne unglaublich stark aus. Könnte ich manchmal auch stehen bleiben und den einfach nur angucken und ja. Sometimes I think about it that I'm pretty, it's amazing that I still am a part of it. It's great, it's absolutely great.
Johnny ist jetzt seit 21 Jahren bei uns in der Band, also der zweitlängste nach Nick. For me, it's also a little bit of a landmark. It's hard to believe I've been here for 2/3 of her career, which is pretty crazy in itself. Johnny habe ich auch kennengelernt in Philadelphia. Ich bin rübergeflogen, habe ihn einen Tag gesehen mit meinem damaligen Manager, mit dem Alex Grob. Ja, und habe Johnny in die Augen geguckt, Handshake, und das war's. Und dann haben wir noch geprobt, aber das war fast nebensächlich. Und Johnny ist für mich sehr, sehr wichtig, weil Johnny kümmert sich halt um die ganzen Fans, um die ganzen Social-Media-Sachen, ob es jetzt Facebook ist und Twitter. Das macht er super und er hat da auch voll Spaß dran. Also ich kümmere mich lieber vor Ort um die Fans. Und in Amerika ist er halt unser Tourmanager und das macht der Johnny hervorragend. I try to help in America, you know, do some tour managing and wherever I can help. I drove on the last tour, yeah. We did such a short tour that the bus was, you know, I had this idea, I saw this thing that we could take our own vehicle, you know, almost like a caravan meets a tour bus meets a truck. Because it's a smaller production, we have a smaller crew to make expenses meet. So I said, you know, I like to drive, so I figured I'll drive. And it worked out pretty good. Je mehr Verantwortung man dem Johnny überträgt, je besser wird der Johnny. Und die Kombination finde ich am aller super geilsten zwischen Drummer und Tourmanager. Und Johnny ist auch sehr kreativ. Übrigens, alle Jungs in der Band können unglaublich gut zeichnen, malen. Und Johnny hat einen wahnsinnig guten Humor. Also da lacht man sich echt, lacht man sich krumm und schief. Trucker John. Die Beziehung, würde ich sagen, von uns allen, das wird immer enger. Wenn wir zum Beispiel nicht auf Tour sind, aber wenn die Festivals rum sind, dann ja, verstreuen sich eigentlich alle in alle Himmelsrichtungen. Und dann haben wir aber auch so Privatkontakt. Wenn jemand anruft, dann kann es 2 oder 3 Uhr morgens sein, ganz egal. Und ja, wir sind also wirklich, wir sind eine ganz eingeschworene Familie und wir lieben uns alle. Also ja, und jeder irgendwie mag den anderen. Ich weiß auch, die Jungs würden alles für mich tun. Und ich würde auch alles tun für die Jungs. I got goosebumps talking about it. I really feel like I found a new family next to my family at home. That's what I love about Dora and the band. They always accept me for what I am and they never ask me for anything, you know, change your, you know, your personality. Never happen. It still feel like playing with friends. Everybody else has sort of been here for more than just a short time, you know. Some of our crew guys have been here forever. I love these guys and they really welcomed me with open arms out here. And like I've said, I've had involvement with many of them before, but now to just be a part of the family is an incredible experience. We're all friends, we hang out on days off, with even with the crew, you know, it's a small crew. We've been all working together for so long. We talk, we laugh, we cry, it's the whole thing. And it's just amazing to be a part of it. I really enjoy being here. I don't think I could have lasted as long as I have 20 years in this band if it wasn't a family vibe. And I hope it's gonna, you know, gonna keep going for forever, for immer. Und wir tun natürlich alles dafür, dass irgendwie, ja, dass es immer weitergeht und dass die Fans happy sind. Das ist natürlich mein größtes Anliegen. Also da geht nichts drüber. We'll be right back.
Though Doro has always been shown in the media, her presence has grown this year. The recipient of various awards, Doro is thrilled to be nominated by two of the most prestigious metal magazines. Mit dem 30-Jährigen habe ich wahnsinnig viel schöne Sachen erlebt und natürlich irgendwie ganz tolle Artikel in den ganzen Ländern. In England war gerade 6 Seiten im ganz tollen Magazin und viele Titelseiten. Auf jeden Fall habe ich wahnsinnig schöne Sachen bekommen, so Auszeichnungen, und wo ich auch nie dran gedacht hätte. Und dann, wie ich gehört habe, dass ich den Legends Award gewonnen habe in England, boah, ich bin halt ausgerastet. Das war toll. Dann soll ich nach London reisen und die Auflage war auf keinen Fall zu spät kommen. Naja, und wir standen natürlich im Stau in London, weil London-Verkehr ist unglaublich, und das Mädchen von der Plattenfirma, die war schon ganz blass, und weil die Regel war, wenn man zu spät kommt, kommt man nicht mehr rein. Und ich mir, nein, jetzt habe ich den Legends Award gewonnen, aber komm nicht mehr rein, kann ihn nicht abholen. Naja, dann haben die aber echt noch eine Ausnahme gemacht und dann habe ich den entgegengenommen. The one and the only, an animal protector, a feast warrior, and the reigning metal queen, Doro Pesch! Und das ist auch so ein ganz toller Award, so ein Totenkopf und sieht wunderschön aus. Und alle haben gesungen und ja, eine tolle Stimmung gemacht. Also das war sehr, ja, war was ganz Feines. It feels so good to be here, and I was born and raised and fed with the British wave of new heavy metal in the 80s, and we still do it. I love you guys. Thank you to all the supporters, to the fans. I love you more than anything in this world, and I hope we can do it for another 30 years. Wenige Monate später bin ich dann nach Berlin gekommen. Und dann habe ich zum zweiten Mal den Legends Award gewonnen. Und das war, wow, also das ist schon schön. So, wenn manche Künstler sagen, so Auszeichnungen bedeuten einem nichts. Also ich bin da nicht so, ich freue mich wahnsinnig. Und weil das, ja, das zeigt auch, dass sich alles lohnt, wenn man am Ball bleibt, wenn man hart arbeitet, egal was die anderen denken, immer, ja, das macht, wofür man steht und woran man glaubt, und das finde ich schön. Und die Legends Awards, die haben das noch alles getoppt. After several summer festivals, Doro began the first part of her anniversary tour in Europe. Before touring Germany, the Netherlands and Switzerland, she looped towards Eastern Europe. What seems very normal nowadays wasn't possible during the era of the Iron Curtain. Here she comes! The one, the only, Doro Pesch! Ja, die Wintertour haben wir angefangen, haben in Osteuropa angefangen, in der Tschechei. Und ich spiele wahnsinnig gern in Osteuropa. Und wir hatten kurz zuvor in Russland, in der Ukraine gespielt. Also, boah, die Fans gehen da so wahnsinnig ab. Ich liebe das. Ich liebe die Mentalität. Das war ja früher echt gar nicht möglich. Also in den 80er Jahren, wir haben es immer versucht, auch nach Russland zu kommen. Das war unmöglich. Naja, und jetzt ist halt, ja, die letzten 10 Jahre sind wir da quasi wie zu Hause. Haben auch tolle Festivals da gespielt, also in der Tschechei, da gibt es das Masters of Rock und tolle Sachen. Ja, und haben dann die Tour angefangen in der Tschechei, und dann sind wir nach Deutschland, dann ging es auf die Wintertour. We're here, it's 2013, December, winter tour. We're ready to start our last shows of the year. So we're ready to go to rock. It's gonna be a good run. I'm looking forward to it. Cheers. Those who think that a successful band rocks the stage at night and hangs out at the bar between gigs will be proven wrong. Life on the road means much more. This is the show before the show. Now you know why they call it heavy metal.
Yeah. This keyboard is the keyboard that's being used mostly by Harrison Young. Nick will also play a tune, maybe Für Immer, if you know that one. As you can see here, we have Basmas guitar picks, his wireless mic, that's his little keyboard world. Here we got Bass's spot. I don't know if you can show the pedals. See all the effects pedals he's got laid out. This all leads to this monstrous stack of Randall amps, which is, come and check it out in the back. Bass is playing Randall amps these days, which are really awesome amps. They sound big, they got real big bottom. He's got two here, there's one regular one and the other one is a spare amp. Here we have his guitars. Bass is really easy when it comes to guitars. They gotta be blue and free. He likes his guitars free, obviously. Who wants to pay if they can get him for free? Luca, it's actually the same thing. He's playing the same amps as Bass. Like I said, they sound awesome, so these guys are really happy with him. Same goes for the speakers. It's all Randall, so it's really cool stuff. Here's his keyboard, because Luca, you know, he's guitar player, but he's also the keyboard player in the band, together with Harrison. They share the duties. So this is where you'll see Luca doing his magic. Some songs like Für Immer, Love Me in Black, etc. So yeah, this is his stage right keyboard. Stage right pedal board, that's Luca's world. Bass, he plays with the cable. Luca, he's wireless. Nick is also wireless, by the way. Nick's gear, he's playing Warwick amps, speakers. Actually, his bass is Warwick too. Really great brand, they're really nice to him. He's been an endorser for Endorsee for a long time. As you can see, his rack is probably, it's the simplest of them all. He has three things in it, but hey, it works. You don't need much, you just get it straight from the amp, a little compression and that's it. Sounds great every night, so yeah, it's a really cool rig. This is where we get to the best seat in the house, Johnny D. This is drum kit, it's pretty elaborate, it's a nice kit, DW drums, awesome sound. You might hear some really funny noises sometimes coming from the stage, like an intro tape or whatever. They come out of this little machine here. It's an awesome drum kit. He loves it, and it's gold and sparkly, so hey, looks good too. Okay, so here we have Doro's wireless setup. She likes to run around on stage. You might see that every night. She runs out also into the crowd. She wants to have people sing along. So it would be very annoying to have a cable running, so she plays wireless. This is the device that makes it happen. She actually doesn't use in-ears. A lot of bands would probably choose to play in-ears, but you know, Doro, she's rock and roll. She's been doing it for 30 years. 30 years ago, you didn't have in-ears. You had really loud monitors on stage, and that's what she likes. And I can't blame her, because that's the way you really feel the rock and roll, is just having these monitors blow this enormous volume at you. So yeah, it's just a great thing to have. No in-ears for Doro, that's for sure. Now, there you have it, that's it, that's the whole gear. It's a nice setup, it works. I'm happy to be here, I'm happy to work with these guys, I'm happy to work for Doro. She's been doing it for 30 years, she's the most wonderful person, and honestly, I can only wish her all the luck in the world. I hope she does it for another 30 years. She deserves it, she has the best fans, she's the best person, so hey. We're all good. We're all happy. Ich bin der Hans, der Tourmanager und Personal Manager von der Doro. Ich bin der Ulsch und baue Schlagzeuge auf für Johnny. This is Justin. I'm the tech for Doro. Hallo, ich bin Dolores. Ich bin Doros Tourmanagerin seit 2010 in Europa. Bin ständig mit ihr unterwegs. Macht super viel Spaß. Die Band ist super. Die Crew ist super. Ja, ich bin der Holger. Ich mache das Licht seit ungefähr 10 Jahren für Doro. Ich bin eigentlich der Hupfi. Ich komme aus Bayern. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht unbedingt nur Bayerisch rede, sonst versteht es wahrscheinlich keiner mehr. Und bin seit 13 Jahren Tourneebusfahrer und seit 10 Jahren mit der Doro unterwegs. Ich mache das gern, mit ganz vielen Mentalitäten zusammenzuarbeiten. Also wir schon in der Band sind ja drei Amis.
ein Italiener, ein Niederländer und ich bin das einzigste deutsche Kerlchen. Wirklich, ich habe die ganze Welt halt nach den besten Leuten für unser Ding jetzt gesucht und gefunden. Und ich hoffe, dass wir ewig zusammenbleiben. Ich weiß, es ist für jeden sehr, sehr schwer. Also ob es jetzt Crew ist oder ob es Band ist, es ist echt kein Zuckerschlecken. Also auch wenn ich sage, dass das irgendwie wunderschön ist, aber boah, es ist manchmal, es ist ultra brutal hart und ja, also da muss man echt manchmal seine Wunden lecken und manche Leute haben mir auch schon gesagt, boah, schon wieder eine Tour, ey, bist du wahnsinnig und dann, ja, aber wir sind ja fast konstant auf Tour, da muss man auch zu geboren sein. Also es ist schon anstrengend, aber es ist auch gut, weil da schläft man dann auch nicht ein. Wenn man Schlagzeuge hat, wo man aufpassen muss, schläft man nicht ein. Da wird man nicht lurig mit der Zeit, sondern da ist jede Show, muss man am Start sein. Die Leute, die wir in unserer Crew haben, die sind ja seit vielen, vielen Jahren dabei und sind absolute Top-Leute, Top-Profis, super lieb auch. Wir sind also, ja, ich bin immer jemand, der die Leute so aussucht, dass sie zu uns passen und dass sie echt vom Herzen her handeln. Das ist bei mir das Allerwichtigste und ja, und dass die Leute natürlich irgendwie gut sind in der Sache, was sie machen, ob es jetzt der Ralf ist am Sound oder der Holger Marais am Licht oder Hans als Tourmanager, Hans Horst, den haben wir Gott sei Dank wieder, der war unser Tourmanager in den 90er Jahren, so für 12, 13, 14 Jahre und ist dann ausgewandert und ist jetzt Gott sei Dank wieder mit uns dabei und wir freuen uns, weil Hans bringt was rein, der versteht uns und der bringt auch die Sache wieder auf ein anderes Level. Dann Dolores, unsere andere Tourmanagerin, ist toll, auch eine andere Frau dabei zu haben. Und Dolores ist echt ein Schatz. Der Umgang untereinander, ich meine, das ist eine Familie, wie der Song schon heißt. Die Dora hat ein schönes Lied, einer meiner Lieblingslieder, You Are My Family. Und man muss natürlich auch das Risiko auf sich nehmen, dass man andere Sachen dann vielleicht nicht so machen kann. Also ja, zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn man jetzt eine Familie gründen will oder mit Kindern, also pff, das ist sehr schwer. Die Fans haben alle Kinder, die irgendwas mit uns zu tun haben, ob sie jetzt Herzblut heißen oder viele Mädchen heißen Doro und ach, das ist irgendwie so toll. Good morning. What a surprise. Life on the road is it's a lot of fun, but every city you go to, I mean, that's home for a day. Good morning. Good afternoon. What time is it? It's 2:30. We come through almost every December. We do a tour through Germany and Central Europe, and luckily we're here doing it again in 2013. And it's a really good time to see this part of the world, too, if you're into the holidays. Maybe even a visit to the Weihnachtsmarkt. So we like it, being American, coming over here and getting to see a little bit of that is pretty cool. Es gibt viel Zeit, wo man halt wartet, dass halt alles aufgebaut wird oder wo man halt sich auf die Show vorbereitet. Ich bin wirklich jemand, ich brauche viel Zeit für mich selber, so um die Stimme zu relaxen. Sometimes I get my time to, you know, just watching videos or watch movies or stay together with the guys talking about, you know, life. Yeah, sometimes it's even better, just rest. Wi-Fi, connect with loved ones back home, and we're a family in ourselves. What I'm doing right now is I'm putting some stick grip on these sticks, because my old hands, they don't grab so much anymore, so it's good. Little extra insurance for the first couple songs. I like a little bit of that, and then once I get warmed up, I can switch to the normal. Nick is a very enthusiastic person on stage, let's say, so he breaks his clothing sometimes, and I'm his little seamstress buddy. Today we are here and at the venue, so sometimes I go out and see the bands. It's always cool. I mean, the sun goes down early here, obviously, about 4:30 in the afternoon, and then you start to get that feeling like the stage is built up, you've done your sound check, anticipation starting to rise. After all these years, you still have that energy, that suspense. Crowd is in during changeovers, a few more bands before we play.
Looks great, big place, nice crowd so far. So we're gonna go check it out on stage. Let's do it. Boom, here we are on stage, Knockout Festival. Killer crowd out there, ready to rock and roll. We got a few more bands coming up. Pink Cream 69. Lordy's gonna jam it out, and Doro's up after that. So it's gonna be great, man. Rock and roll. We just finished a wonderful dinner. Always great food here. Always a great, great hospitality. Great people here. So couldn't feel any better actually than to go up there and rock tonight. It's great, man. I love this. I need some sugar for the show. Yeah, carbo loading pasta for the show. 2.5 hours. I need some carbs to burn. So, you want to see what I'm talking about? First up at bat is red cabbage. I think the native name is called root coal. And then next up is pork. I think this is pork. In brown gravy, super tender, if you like that. Here's the classic schnitzel, which is, if you're ever in a German-speaking country, you have to have a schnitzel. Next up is chicken cordon bleu pasta. You cannot not have your pasta. And mashed potatoes, mashed kartoffels, potatoes. I got one thing, very important. Must eat your veggies. We have a whole vegetable medley here with green beans, Brussels sprouts, potato, cauliflower, and mushrooms. Support band's doing sound check right now, so I hope you can hear me talk. But after a nice, warm, delicious dinner here at Zetzeben, you are graced with a wonderful dessert of mousse. Chocolate mousse, looks like some kind of berry mousse, strawberry perhaps. I don't eat milk products, so I don't know, but from what I hear, it's great. We also have Greek salad to accompany your dinner, beautiful Greek salad. A vast array of chocolates and cookies and cakes and anything for the sweet tooth palate. And we have a full refrigerator with any kind of cold drink you can imagine, everything from water to beer to whatever, wine. And this will be for me tonight, and here we go. Finito. Dann bereite ich mich auf die Show vor, lese meistens noch irgendwelche neuen Texte durch, also neue Songs, die müssen erstmal in die Birne rein, bevor man das wirklich so intus hat, das dauert. Besonders wenn ich nervös bin und besonders wenn man neue Songs vorstellt oder eine neue Platte vorstellt, dann ach, da bin ich also immer, ja, bin ich ein nervous wreck. It's just about time to rock this place. I'm doing my hair right now because it has to be number one. It's our winter tour. We're looking forward to tonight's show. I want to check out this little bit of audience here in the stage. Got the little window. Boom. There you go. Crowd is ready. Now it's time for me to get ready. Gonna do my stuff, get warmed up, dressed up, ready to rock. Let's do it. See you later. Ja, ich mache mich jetzt fertig und wir sind gleich auf der Bühne in einer Stunde. Die Vorband spielt schon. Das ist immer ein Zeichen, dass es jetzt ernst wird. Ein bisschen Make-up, das mag ich immer gern. Besonders viel Schwarz um die Augen. Das kann immer gar nicht schwarz genug sein. Und auf der Bühne verläuft das dann alles schön. Zum Alice Cooper-Look. Ja, und jetzt sind wir gerade noch hier die Setliste am Machen. Und kurz vor der Show ist es. Ich bin aufgeregt wie immer. Wie immer seit 30 Jahren. Es ist so furchtbar. Aber ich freue mich riesig auf die Fans. Ja, Nick, what do you think?
I think we're good, because you have one, two, three, four, five, six. Six, okay, and then a ballot is okay, no? 21:15, so yeah, it's about time. But we're ready to rock as always. It's gonna be good. It's gonna be great. 5 minutes. 5 minutes, and then we're on. Yes. Happy time. Yeah. Yeah, me too, man. Let's do it. Let's go get him. Let's rock and roll. Boss. Ja, jetzt geht's los. I think it's time to rock again, right? Here we go. Yes, yes, yes. What happened? Viele Fenster aus Frankreich, Belgien, von überall her. Ja, aus Japan auch. Boah, Wahnsinn. Okay, let's rock! Ey, war bestimmt da 45 Grad auf der Bühne. Kein Sauerstoff, wie das halt so ist in so kleineren Läden, aber war super. Hat super viel Spaß gemacht und ja, das motiviert einen, ey, immer weiterzumachen, weil also für diese Momente leben wir alle, da kann ich für alle sprechen. Und ja, es ist echt das Schönste und Größte und Wertvollste für mich und ja, und unvergesslich. Jedes einzelne Konzert. Backstage, Doro 2013, 30-year anniversary tour. How are you feeling? This shit kicks ass, I'm just saying, you know. And we always have a good time. We still have our after-show hang, and there's most of the time there's some friends coming over, and we talk a bit, you know, catch up, and sometimes meet some new people. That's always great. Ja, jetzt haben wir mittlerweile 2 Uhr, Abfahrtszeit wäre 1.30 Uhr. Ich bin ja brav und dann habe mich vorher hingelegt und habe super geschlafen, dass ich jetzt fit bin. Und jetzt trödeln die in der Gegend umeinander. Und wenn es so weitergeht, dann lege ich mich nachher wieder hin, weil wir kommen scheinbar nicht weiter. Resourceful. It helps. I don't know where I'm at. Is that a full moon up there? Some crazy mofos out. Dann natürlich, wenn die Fans vor dem Tourbus stehen oder nach dem Konzert, dann quatschen wir immer. Wird auch alles unterschrieben oder Fotos gemacht oder viele Leute lassen sich was tätowieren und sagen, ja, möchte gern, weiß ich nicht, einen Spruch von dir haben oder deine Unterschrift. Sometimes you go on tour, you got these bands, they're like
Yeah, we want to stick to ourselves. We might even have our own bus. You got bands that go on tour with four buses. Everybody gets their own bus. Here, we're just one big happy family. Everybody's on the same bus. We hang out with the crew, with the band. Everybody's together. It's really great. Man schläft, naja, es geht so im Tourbus. Es kommt immer auf den Tourbus an. Es kommt auf den Fahrer an. Meistens haben wir den Hupfi, der ein ganz, ganz super Fahrer ist und ein total netter Typ, herzensgut auch. Und er fährt also wie eine Eins. Und selbst wenn man durch Eis und Schnee fährt oder durch die Berge oder da, wo es auch gefährlich ist, man weiß, man kann dem Hupfi absolut vertrauen. So before you saw the show before the show, now it's the show after the show. I really love backstage parties, especially when there's like these tons of girls, you know, looking good and stuff, and hanging out, and yeah, whatever. Then I wake up and yeah, and actually we never have parties like that. Meistens nicht Party mitmachen. Die Band macht das immer gern und so. Und die trinken sie auch immer noch gern Bierchen oder rauchen sich Zigarettchen. Aber ich nicht. Also ich weiß, wenn ich jeden Tag Party machen würde, dann wird die Tour nicht zustande kommen. Das mache ich also einmal, danach kann man abbrechen. Ich muss also ja, irgendwie mich arg am Riemen halten, dass ich halt auch jeden Tag so die Power abrufen kann. Dass jeden Tag ein Konzert wird, was einmalig ist. Jeden Tag, dass die Fans sagen, wow, so ein Konzert habe ich noch nicht gesehen, weil die kennen uns ja jetzt schon seit so vielen Jahren. Ja, jetzt geht's zum Zähneputzen oder noch was zu futtern. Yeah, well, the buzz has stopped, so it's time to smoke. Yeah. This is our home. Take a look. Let me show you around my living room. Come on. My name is Harrison. I have the Haribo special. There they all are. Also, what I'm bringing home is my Christmas presents for everyone. Glühwein mix. You better bet that when I go back to America, I'm gonna bring like big packets of spice Glühwein mix. That's the way we go. And a couple beers for my friends, just to say, hey, this is what you're missing while you're drinking your American shit. Lege ich mich hin, lese meistens noch, also ich lese jeden Tag. Ich bin, ja, ich muss immer irgendwie noch was so für meinen Geist haben, was ich dann wieder, ja, mitbringe, wenn ich Songs schreibe oder irgendwie, man muss sich halt schon, ja, drum kümmern, dass man gerade auf Tour nicht die Zeit verplempert. I'm always sitting alone in the bus until 7 in the morning or something. That's my thing, sit next to the driver, watch the road, have a smoke, talk some bullshit, maybe sit in the lounge and see a good movie. And of course, I have my drink with that. It's awesome. Anyone who has attended a rock concert in South America knows how heartfelt the fans are, and that Doro has built a loyal fan base there. Viel mit dem Flieger unterwegs, wenn es dann zum Beispiel nach Südamerika geht, haben wir auch die Wahnsinnssachen gemacht, ob es jetzt Brasilien oder Peru oder Ecuador, Mexiko, Kolumbien. Südamerika ist immer ein Traum zu spielen, weil halt, ja, die Leute, die sind halt so froh,
fröhliche, liebenswürdige Menschen und das, das spürt man aus jeder Pore. Und wir haben jetzt dieses Jahr noch ein paar Länder gespielt, wo wir noch nie waren. Es war Ecuador und Peru und boah, das war so super. Und der Promoter von Peru, der hatte, glaube ich, mit eines der allergrößten Plattensammlungen von uns überhaupt. Und er meinte, kannst du mir ein paar Sachen unterschreiben? Ich bring's dir hoch ins Zimmer. Und dann meinte ich, ja klar, alles. Ich meine, alles, bist du sicher? Und dann meinte ich, ja, wieso? Meine, ja, das ist viel. Naja, der hieß Martin. Und dann meinte ja gut, ich lasse es hochbringen. Und dann auf einmal kamen so Leute vom Hotel, bestimmt 10 Leute, und haben die Plattensammlung da hochgebracht. Und es war wirklich unglaublich. Und dann denke ich mir, in Peru, unheimlich, unglaublich. Und der kam übrigens ehemals aus der Schweiz. Und naja, und hat dann halt da ja, unseren Konzerte promotet und es lief super. Es war überall voll. Ecuador war auch noch total super. Also die Leute, die, das war ein Open-Air-Festival, es hat total geregnet und wir sind 20 Stunden dahin geflogen und dann 10 Stunden mit Minivan durch die Berge. Naja, und da habe ich schon gemerkt, oh Gott, das geht nicht gut. Und dann habe ich wohl irgendwie Wasser getrunken oder irgendwas gegessen und wenn man es halt nicht gewohnt ist, naja, sofort ein Virus eingefangen. Und es war ziemlich hart. Ja, und dann meinte noch der Tourmanager, der Hans, meinte, ja, wir können nicht spielen, weil es ist total unter Wasser. Die Kabel stehen 10 cm unter Wasser. We've arrived in Guaranda, Ecuador. It was quite an interesting journey. And then we arrived over here and found ourselves in a very interesting situation. As you can see, it's raining and the stage is kind of wet. So this might be a possible lethal situation. Meine, ja, lebensgefährlich. Und dann meinte ich, ey, wir spielen. Das kenne ich auch gar nicht. Also ich würde nie was absagen. Und dann, naja, haben wir uns da wirklich hart diskutiert. Und dann habe ich auch Stoßgebete gegen den Himmel. Und dann hat es auf einmal irgendwie auch aufgehört zu regnen oder wurde ein bisschen besser. Ja, und dann haben wir gespielt und das war in das Guaranda Metal Fest. Und es war gigantisch. Die ganzen Leute kamen von überall her. Und die meisten haben halt so ganz tolle, lange, schwarze Haare. Und ja, und gehen ab. Und dann haben die zum Schluss die Bühne gestürmt, was ich natürlich liebe. Sowas liebe ich. Und dann hat die Security versucht, mich da wegzuzerren in so ein kleines Zelt. Das war so unser Dressing Room. Ein paar Leute haben schon Panik in den Augen gehabt, aber ich habe es geliebt, weil es war so eine grandiose Stimmung. Und ja, das war so, ja, also es war so, wie man sich das wünscht als Metaller. Deswegen mache ich ja Metal. Und ich bin damals aufgewachsen in den 80ern und da gab es halt keine Regeln und es gab auch keine Security und man hatte einfach Spaß. Und man konnte das machen, was man machen wollte, egal ob Stage Diven oder einfach alles. Und das vermisse ich manchmal. Heute ist alles so reglementär und Soundlimit und Security und Graben und alles wird abgemessen. Und dafür mache ich ja Metal, einfach um mich auszuleben, dass sie alle austoben können, dass alle so richtig mal Spaß haben. Und ja, und das war da so in Ecuador war ganz extrem. Love you, you are the best. Wir lieben dich. You are my inspiration of life. You have no idea about how you inspire me. Really. Thank a lot. Thanks a lot for being here today. Because yesterday was my birthday and you are my best gift. I made this for you. Thank you, my goddess. Hail from Brazil. Manche Fans geben ihren ganzen Monatslohn, um überhaupt ein Konzert zu sehen. Also in manchen Ländern ist das wirklich krass. Also die verkaufen Haus und Hof, um eine Show zu sehen, um zum Festival zu kommen. Und das ist natürlich der Hammer. Also wirklich, die geben alles. Und deswegen, ja, will ich auch immer alles geben. Dann sieht man aber auch die Freude und wie viel denen das dann bedeutet. Und also, ja, das merkt man. Metal and cruises. Years ago, no one would have linked the two and people would have laughed at the thought of it. Today, fans attend metal cruises to get closer to their idols than they could at a regular concert. Doro, who is dedicated to her fans, joined with them as they crossed the high seas. Thank you.
Doro Pesch was born in Düsseldorf. That's where she began her musical career. Though she is at home on the stages of the world, she never forgot her roots. Doro plays for her hometown frequently and has celebrated her big anniversary show there. Sie wurde 2013 in Berlin und London zur Legende gekürt. Doro Pesch, the Queen of Metal. Im Jahr ihres 30-jährigen Bühnenjubiläums findet im Mai 2014 das große Finale in Düsseldorf statt. Es startet am 2.5. mit einer Classic-Rock-Show mit Orchester und Gästen. Am 3.5. dann das Vollgas-Konzert mit Wegbegleitern ihrer einzigartigen Karriere. Nach dem 25-jährigen Jubiläum in Düsseldorf, ich wusste gar nicht mehr, wie wir das irgendwie noch schöner machen können. Und dann habe ich mir überlegt, sollen wir überhaupt ein 30-jähriges machen? Naja, und dann haben viele Fans und Freunde gesagt, ja, natürlich. Dann habe ich mir gedacht, um das irgendwie zu toppen, machen wir einfach zwei Nächte. Und dann haben wir eine Nacht mit Orchester gemacht. Dann habe ich den Thorsten angerufen, ob der nochmal Bock hätte, mit mir das zu machen. Ja, ich bin Thorsten Sickert. Ich habe die erste Freitagsshow mit dem Orchester quasi verantwortet. Ich habe die ganzen Arrangements geschrieben, habe das Orchester zusammengestellt und habe diesen ersten Tag dann für Doro gestaltet. Vor 10 Jahren haben wir angefangen, haben die Classic Diamonds gemacht, haben vor 50.000, 60.000 Leuten eine Show gespielt, wie sie auf Wacken bisher und auch zum damaligen Zeitpunkt noch nie stattgefunden hat. Wir haben einige Alben, etliche Songs zusammen produziert. Und dann sind genau dieselben Leute, die damals waren, sind zum Teil alle mit ins Boot gekommen, auch aus allen Herren Ländern, Korea und Russland und Deutschland und von überall her. Ja, und haben alle gesagt, sie hätten nochmal richtig Bock, das zu machen. Diese Show jetzt hier war natürlich so eine Art Klassentreffen, möchte ich es mal formulieren. Es waren etliche Leute dabei, die vor 10 Jahren auf der Wacken-Show und auch auf der Tour dabei waren, die die Classic Diamonds mit eingespielt haben. Dazu sind dann einige Freunde gekommen, sodass viele schon wussten, was sie hier erwartet. Viele kannten die Songs noch, einige wussten sogar einige Stellen noch, waren textsicher von den Songs, die es früher gab. Und im Großen und Ganzen waren alle Leute aus dem Orchester dabei, weil sie da richtig Bock drauf hatten auf diese Nummer. For us, the real challenge was the classic night. That was the things, that was the different one. It wasn't easy. It was a difficult job because, you know, we changed a little arrangement. The song were different, the form of the song were a little bit different. And we were saying, man, I don't know if we can remember all that stuff. So we did some listening, some working with Thorsten Sickert, who did the Classic Night Orchestra. Natürlich ist es nicht ganz einfach, so viele Leute unter einen Hut zu bringen, aber das, die meiste Arbeit, die dort zu tun ist, ist im Prinzip die Vorbereitung, die Arrangements zu schreiben, zu wissen, was man jedem zu erzählen hat, was er zu machen hat. Und das hat im Vorfeld ganz gut funktioniert. He was cool, because he's really helping us out with sending us demos of his ideas, and we got to learn. Hear it a little bit, get used to it, and then we got into the rehearsal room with him before Doro came, and we learned some of the changes, try to remember things, make some notes, and then things change on the fly, you know, sometimes at the last minute. Rockband und Symphonieorchester bringt man im Prinzip so zusammen, dass die Band in der Regel das spielt, was sie sowieso spielt, vielleicht ein bisschen abgeändert, und dass man das Orchester an verschiedenen Parts einfach setzt und inszeniert. I'll explain what the main reason was, that, you know, like the band's been playing the same songs for, you know, years and years, like for example, you know, and like Burn It Up, for example. And so we're used to playing it this way, and then but the arrangement for the orchestra is slightly different, just slight enough to keep you like, what was it? You know, to keep you from doing the thing you always do by nature, you know, in certain parts. So you have to sort of deprogram yourself a little to get it right. But we did it, we pulled it together, I hope. Das heißt, für die Jungs war es gar nicht von Bedeutung, Noten zu lesen. Für die Jungs war es von Bedeutung, die Songs zu kennen. Und die kennen sie natürlich in- und auswendig. Und so haben wir die Sachen aufeinander abgestimmt und haben so das Programm im Prinzip kreiert.
by the time we got to the last rehearsal, which was basically sound check before the show, you know, working out little things, and it was like, okay, I think we're ready. Als wir dann auf der Bühne oben in der Bühnendeko das Orchester untergebracht hatten und froh waren, dass alle auch einen Platz hatten, haben wir die Generalprobe hier angesetzt mit den Gästen und natürlich auch mit Doro, haben 4 Titel oder 5 maximal angesetzt. Die sind erschreckend gut gelaufen. Normalerweise sagt man ja, wenn eine Generalprobe schlecht ist, dann wird die Show gut. Um gleich mal was zu checken, würde ich sagen, nehmen wir Celebrate, weil wir da irgendwie mit der Band von vornherein irgendwie vielleicht auch ganz gut zusammenkommen. Even after the rehearsal, we went back to our dressing room and went over some things to make sure. And then we just sort of looked at each other and said, hey, we'll keep good eye contact with each other, we'll cue each other, and we worked as a team. What happened actually is that we changed some stuff live, that we rehearsed in different way, and live, we went like feelings, you know, we feel that, you know, it must be longer. So there were a couple of times there we were together with the orchestra. Finally, you know, when you get up there, you know, even for any show, you could just rehearse and rehearse and rehearse and get it right, and it still never be quite the same. The other problem was that the sound on stage, with the orchestra, it's tough to hear them. We had the full amps and going on, the drums were acoustic and loud on stage. But that's okay, because once you get on stage, you add the element of the energy and the exchange with the people. And once that's mixed in with all that you have prepared, it becomes its own beast, for lack of a better term. You know, it becomes its own thing. It's almost like a psychic energy we have. We all know, we're all on the same page at the same time. We feel the same feeling, the same emotion, and we look at each other and do it now. It's almost like we forgot all, you know, some things at rehearsal. But that's good, because we're in it together. You know, we work as a team to get it right. Originally I'm from Poland, but I live in Dublin in Ireland. Von Holland? Ich komme aus Regensburg, ich komme aus Fulda. I live in Switzerland, but I'm also from Holland. Ich komme aus Mexiko. Ich komme aus dem Schwarzwald. Ich bin Max und ich komme aus Passau, Niederbayern. Ich bin Michael aus Essen. Er kommt aus Wittenberge. Und sie kommt aus Berlin. I'm from Kiew, Ukraine. Grüße aus dem Saarland. Ich habe sie so oft gesehen, aber das ist immer gut gewesen. Ist immer geil. Ich freue mich auf eine geile Show. Ja, dass es abgeht wie nicht gescheit. Bin schon gespannt auf die Gaststars und mal schauen, was das wird. Ja, Party, Rock'n'Roll. Ja, Leute, die Stimme, die macht das. We're gonna kick some ass. Just enjoying the moment. Ich bin so glücklich. Thank you.
Touch of Evil. Damit wollte ich sofort anfangen, damit die Leute gar nicht denken, das gibt hier so eine Weichspülershow und so. Weil manchmal, wenn man denkt, ja, mit Orchester ist vielleicht irgendwie ganz sanft, nur Balladen, dann denke ich mir, nee, sofort Touch of Evil. Weil der Song, der wurde sich auch ganz oft gewünscht. Und der ist wahnsinnig schwer zu singen. Also auf einer ganzen Tour, wo man ganz viele Gigs hat, also kann man davon ausgehen, dass die Stimme dann wenige Tage später platt ist. Aber ich dachte, zu dem Jubiläum, das möchte ich einfach singen und sofort als erstes. Dann haben wir uns überlegt, bei der Classic Show, dann wollen wir da auch die Gäste mit einziehen. Und wir hatten tolle Gäste. Wir haben ja meine ganzen alten Weggefährten gefragt, ob sie Bock haben, nochmal mitzufeiern. Und dann ja, sind so viele tolle Leute gekommen und enge Freunde von uns. Blaze Bailey, den habe ich auch nochmal gefragt, ob er mit mir Fear of the Dark singt beim Konzert mit Orchester. Und oh, das war wieder so schön, hat den Blaze so gut gemacht. Wir haben übrigens mal zusammen getourt und sind ganz, ganz tolle Freunde seit vielen Jahren. I'm a singer and on the Classic Diamonds Tour 10 years ago, then Doro asked me to be a guest and I sang a few songs of my own with the orchestra and then we did a duet on Fear of the Dark. And we've kept in touch, and I'm very honored and privileged that I've been asked to be a part of the big 30 years of Doro. Fear of the dark, fear of the dark, I have a constant fear that something's always there. Von Udo natürlich, von Dancing with an Angel zu Princess of the Dawn, Balls to the Wall. Den mag ich total gerne, den habe ich damals geliebt. Also meine ersten Shows, die ich gesehen habe von Accept. Und das war mit eines meiner absoluten Lieblingssongs. Und weil er halt auch so schön schnell und Oldschool-Metal ist. Ich will mal sagen, England hat die Queen und in Deutschland, wir haben die Metal-Queen. Und ich hoffe, dass so uns noch lange halten bleibt. Okay! Lass mich eure Stimmen hören! Chris Caffrey sind auch alte Kumpels und Freunde, haben oft zusammen Touren gespielt. Chris Caffrey hat dann wieder wunderschöne Solos gespielt. Doro, once again, thank you so much for letting me be a part of your life and your career and for having me on stage. It means a lot to me. You know that you know, I love you and I'm proud of you and I'm always proud to step on stage with you and I would do it anytime and anywhere. And thank you again. Lordi, das war ganz speziell. Congrats, Doro, from the whole band of Lordi for the 30 years of metal mayhem that you've been doing. And, you know, we're waiting for another 30 years and another 30 years after that. Right? Right. Mit Lordi haben wir Hard Rock Halleluja gemacht. Und mit Orchester, ich fand, das hat sich super geil angehört. Rock and roll angels, breathe on Hard Rock Halleluja. Demons and angels, all in one to the rock. Rock and roll angels, bring thine heart. Rock hallelujah. Industrious and supernatural.
der Mark Sorace hat dann Highway to Hell mit mir noch so ganz zum Schluss gesungen. Und ich glaube, das war auch noch mit eines der Highlights. Well, Doro, you've done this for so long and you've still got the power. And I hope you're gonna carry on forever, till the death. Dankeschön, Max Sorace von Krokus! Dankeschön! A little bit of weight was lifted from our shoulders. Die Generalprobe war nahezu perfekt, deshalb waren wir vielleicht ein bisschen unruhig, dass es jetzt bei der Show anders wird. Aber zum Glück konnten wir da eine Regel brechen. Die Probe war gut und die Show letztlich auch. My definition of rock and roll, everyone has their own take, is freedom. Freedom to be who you are and express yourself the way you want. You know, and this was a very special way to express songs for the fans. No, for the over the 30-year span. So, yes, I say it was rock and roll. That was a point in the middle. That was a high point, you know. And we made it happen. You know, we just did our best, and I think it turned out okay for the most part. Yeah, it was a lot of work, a lot of challenging things, but you know, in the end, hard work always pays off and makes it a fun time, you know. Ich hoffe, dass uns noch viele schöne Projekte in den nächsten Jahren auch vielleicht nochmal zusammenführen. Und alles, alles, alles Gute für die nächsten Jahre. Und ich bin ganz sicher, du wirst es auf jeden Fall wuppen. Dann am nächsten Tag haben wir dann halt die Full-Metal-Show gemacht und da war also total ausverkauft, war schon Monate vorher ausverkauft. But then you have to forget everything that you just learned and then play the full-blast rock show the next night. Ja, haben wir alles gegeben, 3,5 Stunden mit so tollen Gästen und den Start von den Gästen hat dann die Sabina gemacht. Ich freue mich ganz doll auf heute, weil es sind 30 Jahre Doro, beim 25-Jährigen war ich auch mit dabei und wir hatten sehr, sehr viel Spaß und ich freue mich einfach, dass die ganze Szene zusammengekommen ist. Doro ist eine wunderbare Frau und sie hat es wirklich verdient, dass sie so einen großen Respekt hier bekommt und ich weiß, es ist hier ausverkauft und ganz viele Musikerfreunde sind da und ich denke mal, wir werden alle zusammen eine ganz tolle Party haben. Ja, und von Blind Guardian, Hansi Kirsch kam und hat das super gemacht. Also wir haben echt noch nie zusammen gesungen, aber ich fand, das war eine ganz, ganz tolle Performance. Und es war, ja, so ganz anders. Es hat den Song irgendwie, ja, hat ihm eine ganz andere Drehung gegeben. Das fand ich super. Mit Biff haben wir Denim and Leather gemacht, auch eines meiner absoluten Lieblings-Saxon-Songs. Ich bin ein Riesenfan. Well, yeah,
I think she's the only sort of female sort of metal hard rock singer there is left, really. I mean, there are. I do know a few, and I know Lita Ford and people like that, but I think for this genre, I think she's the only one that survived, really. So she's a great survivor, and, you know, I've done quite a few anniversaries with her, but not too many. But, yeah, so, yeah, she's a survivor, and her music's great, and, you know, she's what... I think she's really what... especially female musicians should look up to, really, because she has had a great career. Queen of Metal and the Band, hä? Hey Doro, schöne Grüße aus Dorsten. Ich habe deine härtesten Fans aus ganz Europa versammelt, um im Chor für dich zu singen. Hörst du später, aber vorerst erstmal den hier. Oh, we are! Oh, yeah, we are! We are! Andy Brings und die Fans, die haben mir übrigens einen Song für mich gemacht und haben mich überrascht. Das war vor dem Jubiläumskonzert, ein paar Wochen vorher wurde ich abgeholt vom Metal Racer, vom René. Ja, und er hat mich irgendwo hingebracht. Keiner durfte es wissen und nicht mal der Tourmanager. Naja, und dann kam ich nach Essen in so einem tollen kleinen Club. Ja, und dann war der Andy Brings da und dann haben die ganzen Fans und der Andy haben mir einen Song komponiert und gesungen und ein Video gemacht. Es ist so wunderschön gewesen. Ja, und dann habe ich gesagt, ey Andy, willst du bei uns irgendwie Support machen bei der zweiten Show, bei der Rockshow? Ja, und Andy kam dann mit seiner Band und wir haben super gespielt. Und er kam auch nochmal als Gast bei Ich will alles. Doro, wir sind so stolz, heute hier zu sein. Wir danken dir für die Einladung. Ich glaube, wir haben heute die beste Zeit unseres Lebens. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Die Show wird der absolute Hammer. Die Fans lieben dich, wir lieben dich. Du bist die Chefin, noch 30 Jahre. Hail to the Queen. Schöne Grüße, Andy und Double Crush Syndrome. Tom Angel Ripper, Onkel Tom, der ist auch immer super lieb. Ich mag den so gern. Und also wir haben seit den 80er Jahren immer ein ganz, ganz enges Verhältnis gehabt. Astrein, ich komme immer gerne, wenn du in Düsseldorf bist oder wenn du hier unterwegs bist. Und danke für alles und ich hoffe, wir trinken ja noch ein Bierchen zusammen. Alle! We are the Und ich fand das auch schön, wieder vom ganzen Metal-Genre so alles zu haben, von Death Metal, Thrash Metal zu Traditional Metal, zu guten Rock, also alles war vertreten. Das war glaube ich, die ganze Bandbreite. Großartig!
what an amazing 2 days. I swear, I think I had the most fun I've ever had on stage. Viele Gäste waren auch beide Tage da. When I think of all the guests that come up, you know, like they're from Saxon, you know, and Udo and Blaze, and I'm thinking, I was younger and I would buy these records and listen. And now I'm playing and I hear that voice that I heard on the record, you know, so many years before, and it's a bit surreal, you know. It's really cool. Beautiful audience. Looking out in the audience, it was like a family reunion to see all our greatest fans, the people who care most about us, the people we care most about. You make it happen for us, and you make it happen for Doro. We thank you so much from the bottom of our hearts for everything you've done to make these 2 shows this weekend amazing. Die Fans von der ganzen Welt waren wieder da und waren am Start, und echt aus Argentinien, aus Brasilien, aus Australien, überall her, Russland, also die ganze Welt, so Griechenland, Italien, Frankreich, ja, England. Und dann habe ich auch einmal gesagt, lasst mich eure Fahnen sehen. Dann gingen alle Fahnen in die Höhe und manchmal wusste ich auch gar nicht, wo die herkamen. So Fahnen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Also alles war am Start. I think she deserve it, we deserve it, you deserve it. Ja, und dann haben wir halt 2 Tage, 2 Nächte gefeiert und Lemmy war bestimmt da im Herzen. Time to party. Bye. But in a way, I mean, it's a highlight, but it's not like, it doesn't feel like an end or a beginning or something. It's just like a highlight and we just go on, you know? Even like saying the word end, it's just a completion and a renewal, I guess. I prefer to see like a new start. Just a benchmark of where Doro has gotten in her career. And I think everybody respects the fact that Doro's been doing it so long, so dedicated to doing what she does, you know? It's just, that makes it special in itself. And that was a real triumph. It was such a special thing to be a part of, to celebrate her and to celebrate what we have all together. You know, you can say that 30 is just a number, but, you know, it means something. It means 30 years in to do rock is, and do it well and, you know, be active in it, that's a lot. It's a lot. It's pretty cool. Oh ja, ich war total happy und total erleichtert, dass es alles so gut gelungen ist. War viel Arbeit, das alles vorzubereiten. Ja, und dann, wie es vorbei war, dachte ich mir, oh, jetzt nochmal dasselbe. Aber ich war sehr erleichtert, hat alles funktioniert. Gab keine, ja, keine Probleme, keine Malheurs. Das war schön. That was a nice, different experience all around, and kind of a cool communal hang, you know. We had fans at the hotel and it was really something different for us and special, and I really enjoyed that. Hammer Show, also ich muss erstmal sagen, ich bewundere die Frau. Die hat jetzt, ich weiß auch nicht, über 3 Stunden gespielt oder so, oder ich habe das gar nicht mehr auf Ruhe. Absoluter Wahnsinn. We feel honored that, you know, we were asked to do this. This is awesome because I, you know, it's Doro. In the name of rock and roll, kommen alle zusammen und fühlen sich super. We're privileged people, you know, to be part of this hall. Ich habe nur von We Are the Metalheads auch nur diese eine Zeile behalten. Nur die All We Are. Ich habe von We Are the Metalheads nur All We Are behalten. Dann haben wir ja da auch noch alle zusammen gefeiert, dann im Hotel. Es war echt, ja, war Family, wie er war. You're my family. You're my destiny. To me, more than life can be. Only ones, only ones alone. The show was amazing. Wild, Lassie. Immer wieder gern und
es ging voll ab. Tierisch. Also ganz richtig Spaß gemacht, wirklich. Zwei Sachen hintereinander, unglaublich. Toro, die hat wieder alles übertroffen. Echt super, würde ich tausendmal wiederholen. Fucking amazing. See you next time. See you next time, of course. Fantastic. Nice surprises in both of them. It's real good. Das will ich gerne nochmal erleben und nochmal erleben. Nochmal 30 Jahre. Fantastic. Really looking for the next anniversary, I mean. Verdammt geil. I think a lot of other places wanted this experience too. We tried to go as many places as we could, bring the same energy, and sometimes it's not as easy because you can't take that, unfortunately, we can't take that show on the road. It would just be too expensive. Some of the stuff that we did for that, we sort of took with us into the tour ahead after that. But it was nice because we got to go all around. The second half of the European tour after the Dusseldorf shows just was great. Always with that memory in our hearts and under our belt, and it just drives us forward. You know, that was a good thing to, you know, to take with us forever, I think. We celebrate our love for rock and metal. We raise our heads as we salute. Tonight we share our love for rock and metal. There's nothing more we wanna do. After these two terrific shows and a few days off, the second part of Doro's anniversary tour began. Northern and Southern Europe, where the fans are particularly enthusiastic, were among some of the greatest highlights. Dann sind wir sofort nach Frankreich und Paris und England und Spanien, wo ja auch immer ganz viele Fans sind. First of all, thank you very much, Doro, for being here with us tonight. And congratulations for these 30 years. Yeah, man, it was amazing. And tonight we had such a great gig. I'm still all sweaty, all excited. It was fantastic. What makes Spain so special to you? Oh, man, the first time we were in Spain was with Judas Priest, 1986, and I fell in love with the audience, the people. I love them so much. It feels like, you know, it feels so close to my soul. I feel like home. I feel it's definitely my family, my best friends, and there's some connection which is out of this world. It's like a warm bath. It feels great. The fans, everything is just awesome. Traveling Europe is, it's perfect. The professionality and the size of the venues is a bit different. All the technical stuff, the local crew, everything is like pretty much top notch. You get always good people, good food, good wine, good beers, and a lot of friends around. Das war so eine Liebe, so eine Leidenschaft. Of course, it's your home ground. The summer of 2014 hosted some edgy festivals. Ja, liebe Fans, wir sind hier bei den Metal Hammer Awards. Ich moderiere das Ganze heute zusammen mit dem Martin und habe schon ganz viele Awards vergeben. Unter anderem ja, In Extremo und Kronos von Venom, der hat den Legend Award gewonnen, den ich letztes Jahr hier abgeräumt habe. Ja, und ganz viele Freunde, ganz viele Bands sind hier. Und das ist so der letzte Termin vor unserer schönen Amerika-Tour, wo ich mich riesig drauf freue. After the 2014 festivals, Doro took the band through North America to Canada and the United States. Doro is well known and loved across the ocean. She met Johnny and Nick of a recent band in the US, and they have been a big part of her musical family for over 20 years. Several records were also produced in the US, some even with the help of
Gene Simmons. Im Herzen ist alles meine Heimat. Jeder einzelne Kontinent, jede einzelne Stadt, jedes Land. Und ja, und halt in Düsseldorf bin ich halt aufgewachsen, da hat alles angefangen. Deswegen machen wir auch immer die Jubiläum-Konzerte in Düsseldorf. Aber ja, Amerika, Kanada war nochmal so das i-Tüpfelchen von diesem wunderschönen Jahr, nachdem wir Europa betourt haben, Südamerika, überall waren, Russland, Ukraine, Tschechei, dann haben wir dann halt den Abschluss gemacht von dem 30-jährigen Jahr in Amerika. Doro has a piece of her heart in New York, of course, like everybody knows. So it's a special thing when we go to America to play, not only to, you know, the fans that have been waiting so long, or that they're very hardcore. They don't always say, you know, man, I wish we had these kind of festivals, or I could go to Wacken, and it's, you know, it's expensive for them. Touring in the States is a harder thing to do. It's more of a battle. You would walk in there and say, like, oh my God, how are we going to play here? There's not enough PA, or, you know, the stage is, you know, 2 meters wide or something, and then you set up and you start playing, and if the crowd is going crazy, it makes you just forget about everything and just go have fun, you know? We all started. The show is a means a lot to people, actually. When you talk around to the people on the street, for example, if you say you're a musician, you are respected more, I think, than here in Europe. Even, actually, I don't have that problem here so much, but I can see that all kinds of art are more respected and are more, you know, in the culture of the country. I've wanted to meet Doro Pett since I was 5 years old, man. This is like a dream come true almost, you know? I love you, Doro. That's all. Dankeschön. Es ist dran. Frema in my heart for you, Doro Pesch. Come back soon. It's great seeing you every time. Come back soon. That's all I got. She's the one who's keeping the metal flame alive. That's important. Forever was played at my wedding in 1995. 7 years later, my wife died. And every time I hear the song Forever, I think of you. I'm so happy that you make the beautiful songs that you do. And my token to you were the roses I brought to you tonight. Enjoy the roses. You are the love of my life. I miss my wife. And I'm so happy that you made the song that makes me think of her. Thank you, Doro. I think you guys are absolutely fantastic, girl. I can't wait to see you again next year, and you rock. I absolutely love you. I've seen you 7 times. We got the Angels Never Die tat. We got Love Me in Black. We've got Ungebrochen to stay unbroken and frickin' keep on living, man. And you are the most awesome entertainer I've ever seen. You can play for 50 people or 50,000. You guys give it all the fucking time. I would go anywhere. When you're in the States, I'm there, man. And you guys rock, and you'll keep on rocking forever. Love you. Thank you very much for coming out and entertaining us tonight, and every year that you come through. Love you. Doro, I want a raise. Just kidding. Doro, you're beautiful inside and out. You guys are like my family. I know all the fans are your family. And everything that you do goes out, and I hope that it all comes back to you just as much and just as well and just as strong, because you are truer than steel. What I love about Doro, her songs reach right into your heart. They grab you. They're gripping. It's emotional. What I really especially love about Doro is, of all the entertainers I've ever met in my life, she's so gracious, so loving. She makes everyone, every single one of us, feel special, and that's amazing. Words can't explain. The only one of the few entertainers that will actually make me cry every time I see her, because that's how emotional it is. I mean, it is so much heart involved in it. It's everything I want to be as a musician, as a person, to be what she does. I mean, she's awesome, amazing. There's much love for Doro. And we've seen so many shows, and it's amazing and high energy, and you just every time it's just incredible.
She is the metal queen, and we bow. We have just the hardcore Doro fans there, and it's like, it's almost like going back to the old days, you know, like some little bit of a punk rock vibe, you know. Wild crowd, I must say, very loud. Ein Highlight muss ich echt erzählen, weil da haben sich die Fans von Minneapolis und St. Paul was ausgedacht für mich. Came by accident one time. We were in America in, I believe, in Minneapolis, St. Paul, in the middle of a snowstorm. I mean, it was like crazy. It was so cold and so, you know, just dark and cold. And then we had the show in the club, and then these hardcore fans started singing the melody in between the middle piano part. And it was so cool because it just happened really at the moment, and Doro loved it. You remember the on Firmer, you know, we had the chant going. You sent it last time at Station 4 in St. Paul, Minnesota. We tried to recreate it tonight. Wow, ich war baff. Und den Teil habe ich jetzt auch in für immer eingearbeitet. Also bei den nächsten Konzerten wird man ihn hören. Und der ist so schön, der geht so ans Herz. It's fulfilling, gives you good feeling, gives you a feeling of appreciation. And it really makes you feel like, okay, this is why I'm doing it. This is why I'm out there on the road. The people are right there, and she can do everything she loves to do and get them to sing and everything. Wir haben ein paar Städte gespielt, die wir vorher noch nie gespielt haben, und die Fans haben sich so gefreut. It's crazy. We're right in, you know, like I said, she's right in the people, you know. She can get right down and they're touching her, and it's like, it's just a rock and roll environment. It's not, you know, because she doesn't like when the pit is, you know, 5-10 meters away, and you can't. She wants to feel the energy from the crowd. So when you're, if she's in a club, we've had some of the most fun shows in America. It's different. It's different atmosphere. The people, it's different. The crowd is different. Not only US, we went also to Canada. Ja, und dann haben wir noch in Kanada auch viele, viele tolle Leute kennengelernt und viele Leute von den 80ern. Ich habe damals in den 80ern das erste Mal da getourt, und dann die kamen alle wieder, und das war. I see the respect and the people, you know, because we're from the same generation, but we see younger fans and people bringing their children, and it's really cool. Von den Minis so 4, 5, 6 Jahre alt bis zu, ja. Bis zu den Metalheads, mit denen ich angefangen habe, und das ist schön zu sehen. Good evening, Mr. and Mrs. Deutschland and all ships at sea. This is Bobby Blitz from Overkill coming at you from the basement of the Gramercy Theater. We're anticipating the 30th anniversary show of Doro and Doro's band, Doro. Doro's second home, the Big Apple, New York City, has been familiar territory for many years. So she will celebrate it by making it the final part of her anniversary tour. Und in New York haben wir dann halt eine ganz tolle 30 Jahre Show auch noch gemacht. After the main show in Düsseldorf, Doro wanted to do one special show in New York City. Weil, ja, ich bin da ja auch, das ist mein zweites Zuhause. We added, you know, some special parts to the show. Obviously, we would have, you know, loved to bring a huge stage and do all that, but you got to do what's possible wherever you are. And that we had a nice theater show. Yeah, the show at the Gramercy Theater in New York. Well, that was pretty special. That's where I grew up and became a musician. I played music in New York for 15 years. It was on a Monday night, which is not the ideal
night for a concert, you know. People have to work. Obviously, it gets late in America. There's five support bands on every gig, and it just goes later and later. They want to keep the bar open till 2 o'clock sometimes, so you have to go on at 11 or midnight. People get tired, but man, I was like amazingly surprised that people stuck around. We had a good crowd, the guests. A lot of friends came out, a lot of old dear friends of ours that we worked with through the years came out, and that was great. The leather, Leon von Chastain. I met her the first time, she's so cool, she was really cool. And Veronica from Benedictum. Bobby Blitz von Overkill war da, Jeff Waters of Annihilator. For me personally, playing Revenge with Jeff Waters of Annihilator, that's like a dream. I mean, I'm pretty much a huge fan of Jeff and his work with Annihilator throughout the years. And then being on stage playing with him and playing the song that I wrote the music of, you know, he's playing the riffs that I wrote. And that's like, wow, who could ever have thought this would happen? Veronica Freeman, Chris Caffrey, Jean Beauvoir, and alle Leute. People you haven't seen in a while, like old family members, cousins again. It just felt like that, you know. You just feel, oh, you know, it's cool to see you guys. It was like almost 3 hour set, and it was great. Great sound, actually, good turnout. And New York, you know, New York is New York, and it's always, it's exciting. Aber nochmal richtig so, ja. Ein Fest gefeiert, so vom Feinsten. Without any real rehearsal, all went off really well, and I think the people were really happy about it. I think it was a good time. I wasn't expecting it, really. It was a surprise for me. I thought it was going to be a little stressful, but it ended up really cool. It was a great energy on stage, having everyone up. And of course, in All We Are, everyone at the same time was on stage, and that was a blast. Es war grandios, und ja, es hätte kein besserer Abschluss sein können. Sowieso, wir ehren uns, wir haben zusammen angefangen, und die Doro ist immer noch da, genau wie ich. Ich bewundere das sehr, und ich bin echt begeistert von ihr. To be honest, I'm gonna say this directly to you, Doro. Always been a sweetheart. Everything I heard about you, everything from, you know, cancelled signing sessions and you come back to the festival next year and signing, and every time I've seen you on stage, you have been even better than I always expected. Keep it up, and there's nothing that can stop you. Doro's probably the hardest working and most sincere performer that I've ever worked with. She loves her fans more than anything, and I know when she says that they're her family, she means that 1,000,000%. She's the most powerful metal singer in the world, hands down. Up to the next 30 years, see you on stage, Doro. Keep on, keep going, keep going. Eine große Ehre, dich zu kennen, Doro. You're the fucking best. Eine alte Hautdegenerin, sagt man das so? Ja. Du weißt das, ne? Ja, klar. Ja, Doro, herzlichen Glückwunsch von uns und schön, dich zu kennen. Wunderbar, nochmal 30 Jahre. Ja. Tschüss. Wir sind bei dir. Absolut. Hi there, this is Pete from The Sweet, wishing Doro Pesch all the very best for the future. Congrats for your amazing career. We are like biggest fans, as you see, biggest fan ever. I'm the next one. Yeah. Ich fühle mich sehr geehrt, Teil deiner Welt zu sein, und wünsche dir vor allem ganz viel Gesundheit. A very, very, very happy 30th anniversary. I know it's going to be fun. We all should go, we all should join in, and we're going to have a fantastic time. Rock on, Doro Pesch. You're the one and only metal queen, and much more than that. Thank you very, very much for supporting me, for working with me.
und am meisten danke für deine wunderbare, tiefe und großartige Freundschaft. Ich bin so froh, ein Teil davon zu sein. Es hat super viel Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten, mit der Band, mit der Crew. Im Namen von der ganzen Band 0DB wollen wir uns ganz recht herzlich bedanken bei Doro, dass sie uns das ermöglicht hat, dass wir dabei sein können. Das bringt uns so viel weiter. Es ist unbeschreiblich. Ich war heute wieder hier gesessen und habe einfach nur zugeguckt und gestaunt. Gestaunt. Ja. So ist es wirklich. Mega. Also es ist wirklich der Hammer. Auch die Band, die Crew. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns das alles ermöglicht habt. Wir werden euch auf jeden Fall nie vergessen. Richtig. Wir und leben einen Traum. Ganz genau. Vielen wir Dank. Wir warten nur darauf, dass uns jemand zwickt. I think Doro is the main, the number one metal queen of the world. I think that goes without saying. I mean, her voice and she's completely ageless. Other people try to advertise themselves as the metal queen so-and-so, the metal queen so-and-so, but they're just other girls in her court, because as far as I'm concerned, there's only one metal queen and that's Doro. Simply einzigartig. Das ist das. Es gibt niemand anders als Doro auf dieser Welt. Und das ist das, was einen speziellen Künstler ausmacht. Das zu sein, was er ist. Und Doro ist einzigartig. Hey, it's Dana Strump from Slaughter. Congratulations to our 30 years of fucking rocking. Let's get it on. Ich wünsche dir ganz viel Kraft, Erfolg und Gesundheit. And I hope we make it to another 30 years. Und wehe, wenn nicht. Hut ab und toi toi toi. We'll see you after the show and we'll have a cocktail after the show and the party begins. Congrats. Gebe ich dir mein Herzblut auf jedem Weg, den ich gehe, werde ich immer alles geben. Und ich gebe dir mein Leben. What can I say? 30 years, Doro Pesch. I think there's not many artists who can claim 30 years. I mean, it's quite an accomplishment, an amazing achievement for her to be going strong this long into something, starting out young and being through all the craziness of touring and making music. An incredible person, a really one of a kind special person, and I feel so honored to be able to make music with her and to be her friend. Like I said, she just lives from her heart and, you know, loves every moment and, you know, is so gracious with her soul and so giving, and I think that's what the fans see in her music. That's why they love her, because she gives so much to them and they give so much back to her. And Doro, once again, is always making us feel at home. And some singers maybe not so easy to deal with, but she's a kind soul and always makes sure everybody's happy, taken care of, and that's how it works. Hey, Dörsche. Hey. It's so amazing, 30 years in hard rock and heavy metal. I wonder if there's a lot of women who could say the same. I don't think so. And so great, you're such a big inspiration to the band, but also to the fans, to the people. They love your music, they love your stage presence. She's always pushing and pushing and always giving her best, and it just makes the band give their best as well. I love her. She's like my little big sister. I wish you can keep doing this for another 30 years at least. Thank you so much, Doro, for giving me this opportunity and letting me be out here with you. It's a gift, and I treasure every second of it. Doro, my sister in rock, it's been quite a ride so far. I'm glad to have been here for a lot of your career, but I want to wish you all the best and so many congratulations on your 30 year anniversary. I mean, I know how hard you work. I see you every day doing your thing, and man, you know, kudos to you, and you're an inspiration to us all, and thank you for allowing us to be here and doing it with you, and here's to many more. Doro, from the bottom of my heart to you, thank you so much for believing in me, keeping me around, and
I hope I'm always there for you. Nothing else to add to this fantastic, you know, singer and artist. It's great to be on tour with them, and I feel really blessed, as I said before. Yeah, keep it going, rock on. Thank you so much, Doro. Cheers. Love you. Much love. Für immer. Yeah. It still hurts, I still weep over promises we keep. It still hurts, I still bleed, and the promise that we keep stay forever. What else is there to say? Doro is a role model. In a business which isn't easy to deal with behind the curtain, especially as a woman, she kept her benevolence. Her perseverance, passion, and the faith in her music helped her survive inside the shark tank called the music industry. Nobody knows what the future will bring. One thing is for sure, keep an eye out for her. Doro lives for her music and her fans. There is no one else like her. Ja, ich wünsche mir für die Zukunft, dass es noch viele Jahre so weitergeht, dass die Konzerte immer besser werden, jede Tour noch besser, jedes Festival noch besser. Also ich hätte nie gedacht, dass es 30 Jahre geht. Und wow, so eine lange, tolle Zeit, unvergessliche Momente mit den Fans, mit den ganzen Gigs weltweit. Also ich hätte so am Anfang gedacht, vielleicht geht es so 4-5 Jahre und dann machen wir 2-3 Platten. Ja, und jetzt sind es mittlerweile, ich glaube, 16, 17, ganz viele DVDs und ja, viele, viele Tourneen weltweit. Und ja, also es bedeutet mir wahnsinnig viel. Ich möchte allen Leuten danken, die uns immer unterstützt haben. Allen Freunden, Supportern, Veranstaltern, meiner Mom, die Leute, die den Fanclub machen, die sich überall so engagieren. Allen Leuten, die uns einfach die Stange halten und die ein Herz für Metal haben und für die Musik. Und dann möchte ich noch Leuten danken, die jetzt nichts mit der Musik zu tun haben, aber die halt auch alles zusammenhalten. Die Leute, die ganzen Bühnen bauen, meiner Rotcrew. Und die Leute, die hinter den Kulissen sind. Ja, und ich hoffe, dass alle gesund bleiben, gut drauf bleiben. Ja, ich bete natürlich, dass dich die Welt wieder beruhigt. Ja, für Peace und Freedom, das ist das Wichtigste. Ich werde mich weiterhin für die ganzen Tiere engagieren. Es gibt so viele Sachen, aber halt den kleinen Teil, den ich machen kann, den will ich gerne machen. Und ja, und die Welt einfach mit schönen Songs irgendwie bewegen und ja, viel positive Power rausgeben und den Leuten sagen, dass ich so unendlich liebe. Und die Fans sind meine große Liebe und werden es immer sein.
Engel sein. Ich will dein Engel sein. Ich werde dein Engel sein. Ich lass dich nie mehr allein. Wohin du auch gehst, was auch immer dann ist, wo immer dein Weg dich hinführt, dass du den Mut auch nie verlierst, was immer geschieht und dein Schicksal vorsieht, in guten und in dunklen Zeiten. Werd ich für dich sein, zu dir halten. Ich werd dein Engel sein. Werd dein Engel sein. Lass dich nie allein. Ich werd dein Engel sein. Werd dein Engel sein. Werd dein Engel sein. Ich werd dein Engel sein. Gegen dich Feuer und Schmerz, nimm's auf mich zuerst. Ich bleib im Herz mit dir verbunden und steh zu dir in harten Stunden, solange du lebst und solange du willst. Solang du kämpfst, ich bleib bei dir, auch wenn es blutig wird und schwer. Ich werd dein Engel sein, werd dein Engel sein. Lass dich nie allein.